Herzlich willkommen aus dem Kongressstudio. Wir nehmen den nächsten Teil auf für dich. Hier ist wieder die Manuela, die Fragen stellt. Hallo. Ja, Manuela. Die neugierige Manuela, die unbedingt. Das ist super. Ja, und wir haben ja am Anfang gedacht, wir machen 4 Videos und es werden aber immer mehr, weil es so viel noch zu berichten gibt. Genau. Und wir haben einfach gemerkt, der Kongress hat den Schwerpunkt Kommunikation in Familien und in der Partnerschaft. Die Partnerschaft ist in den ganzen Videos immer wieder Thema, einfach weil vielleicht auch ich die Fragen ja entsprechend stelle als Paartherapeutin. Aber die Familie, da wolltest du gerne auch nochmal was zu sagen, wie die jetzt da eine Rolle spielt oder was du da herausgefunden hast oder auf was sich die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen können. Ja, da die Familie ist ja so wichtig, weil dort geschieht ja diese Prägung, mit der wir dann durchs Leben gehen und in Partnerschaften eintreten und es dann nicht klappt mit der Kommunikation. Also ich fange gerne, immer gerne dort an, wo es tatsächlich beginnt. Und ich habe da Gundi und Frank Gaschler, sie sind beide GFK-Trainer, befragt. Ein wirklich erfrischendes Interview. Ein erfrischendes Paar, das einfach während einer Stunde erzählt, wie man das machen kann, dass man zum Beispiel in der Familie mit den Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation, also diesen 4 Schritten, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und diese Verbindungsbitte, wie man das machen kann, dass alle Bedürfnisse gehört werden. Es geht ja, auch bei 8 Familienmitgliedern oder bei diesem, bei Claudia. Das noch ist so lustig, da haben wir dann eben auch drüber gesprochen, wie macht man denn das? Und das ist nochmal ganz anders in der Patchwork-Familie. Und sie haben dann erzählt, wie, da geht es auch ums Hören. Wie kann man gehört werden? Welche Formen kann man machen? Einfach, wie kann man da zusammensitzen, um einander zu hören? Was kann man tun, damit man einander hört? Und was ist die Wirkung des Einanderhörens? Das kennst du vielleicht von dir. Wenn du gehört wirst, das passiert dann in dir, oder? Das passiert sich auch was. Also wenn ich das raus habe, so ich muss gerade an Meetings denken, die kennt auch jeder, wenn man da so sitzt und man merkt so, ich muss das noch loswerden und man hat keinen Raum dafür, dann ist man auch sehr mit sich selbst beschäftigt und komplett unentspannt. Unentspannt und in der Regel, wenn es drängend ist, in der Familie ist es ja das normalerweise, dann wird man entweder aggressiv oder zieht sich zurück. Also 2 der Eskalatoren. Und wenn das immer wieder vorkommt, nicht gehört werden, dann gibt es ein Muster. Und Gundi und Frank zeigen, wie Eltern das machen können. Selbstverständlich spreche ich auch mit dem Gerald Hüther über Familie. Ich spreche mit der Cornelia Timm über Familie. Also die Familie kommt immer wieder. Und ja. Gundi und Frank war es wirklich so das Hauptthema. Und mir ist das wirklich so wichtig, weil ich hätte als junge Frau wirklich gern mehr gewusst drüber, was da gespielt wird. Ja. Also das ist jetzt alles okay. Meine Kinder sind erwachsen. Und das ist okay, das ist besprochen, alles. Aber ich denke manchmal, ich hatte lange Zeit so immer wieder so ein bisschen schlechtes Gewissen und gedacht, und da bin ich gar nicht allein, das weiß ich. Das sind ganz viele, ja. Das sind ganz viele. Und da etwas anderes zu machen, als einfach quasi das schlechte Gewissen ein bisschen wegzustellen und dann immer noch das Gleiche zu machen, das ist mit ein Teil, weshalb ich diesen Kongress veranstalte, dass es da wirklich nachhaltige Handlungs-
Beispiele gibt. Was kann ich tun? Wie kann ich das machen, dass das in der Familie anders läuft? Und zwar einerseits in meiner Familie, die ich gegründet habe, und andererseits in meiner Ursprungsfamilie. Da habe ich ja nur eine andere Rolle. Aber die Themen sind ja sehr ähnlich. Ähnlich, genau. Und deshalb auch diese Verbindung, weil ich bin ja einfach in verschiedenen, ich bin Mensch und du bist Mensch und da bin ich in verschiedenen Rollen. Und wenn ich Mutter oder Vater bin, bin ich gleichzeitig, weil es ist zwar dann vielleicht nicht so prägnant, aber ich bin gleichzeitig Tochter oder Sohn. Wie mit dem Beispiel mit dem Mann, von dem du sprachst, ne? Der als Vater versucht hat zu sprechen, aber sehr als Sohn noch identifiziert war. Ganz genau. Mhm. Und deshalb war mir das wirklich wichtig, jemanden reinzunehmen mit GFK und das nochmal von dieser Seite her zu beleuchten. Ja. Ja, und da ist, glaube ich, auch wirklich der große, große Mehrwert für alle, die zuhören, dass sie das direkt auch, denke ich, benutzen. Und jeder ist irgendwo in der Familie und das soll jetzt nicht nur so ein Zuhören sein, so verstehe ich das, sondern auch ein, ich kann da auch praktisch gleich was mit umsetzen. Der Kongress ist wirklich so angelegt, ganz absichtlich, auch von meinen Fragen her, dass du als Zuschauerin oder Zuschauer wirklich gleich umsetzen kannst. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, weil das ist mir auch im Alltag, in meinem Praxisalltag mit den Klientinnen und Klienten oder in den Kursen, das reicht mir einfach nicht, dass man darüber spricht. Ich möchte gerne, dass die Leute bereits nach der ersten Stunde rausgehen und etwas in der Hand haben, das sie bereits umsetzen können. Und das soll bei diesem Kongress auch so sein. Das ist wunderbar. Das ist ja nicht nur eine Stunde, sondern das sind ja, ich weiß es gar nicht, wie viele Stunden, weißt du das schon? Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Interview, aber es werden etwa 20 bis 24 oder so sein. Toll. Super. Ja, also freut euch drauf, es gibt praktische Tipps und Lösungen und Dinge, die ihr gleich umsetzen könnt. Genau. Ja, und dann geht's weiter dann mit dem nächsten Interview. Bis dann. Ja, tschüss. Bis dann. Tschüss.